In Beta 04 GeoDatabase gibt es eine Testatübung am Schluss. Es geht darum, drei fiktive Domains zu erstellen und die Feature Classes einzubinden. Also, wir haben bis jetzt im Bestand Entwicklungsstufe, Holzart und Schlussgrad gemacht. Wir könnten für Bestand noch die Bestandestyp machen oder in der Schließung Straßentyp, Belagtyp oder Mahlgesellschaft-Typ und Farbe. Ich zeige Ihnen ein Beispiel, wie ich das gemeint habe. Also ich mache wieder ArcMap auf. Ich mache jetzt mal in der Schließung Belagtyp. Es gibt schon Codes, aber wir kennen die Domäne nicht. Also ich erfinde jetzt eine Domäne. Ich schaue nach, was ist das für ein Field? Das ist ein Short, okay. Ich mache das zu, ich mache die Geodatenbank auf. Belagtyp. Short, coded values, dann Asphalt, ich rate einfach mal, Kies, Schotter, also ich finde das wirklich fiktiv. Hm? Sand. Ich denke, es gab vier oder fünf. Besser man schaut am Anfang gut hin. Sand und was noch? Schlamm. Nein, blöd. Lassen wir das. Okay, ich habe die vier. Ich habe die Domain erstellt. Muss aber jetzt in meine Feature Class, muss natürlich jetzt meine Feature Class in die Domäne einbinden. Properties, Fields, ich mache eben, Belagtyp ist auch schon da und die Domäne erscheint gerade. Also damit ist die Feature Class in der Domäne eingebunden. Ich schalte mal die Waldgesellschaften aus. Ich aktiviere meine Symbologie, eben Belagtyp. Ich mache die alle mal ein bisschen fetter. Okay. Voilà. Was ich will, für die, und ihr macht bitte drei davon, für die drei Feature Classes, also was ihr wollt. Ich wollte da Belagtyp so hinschreiben, okay. Und macht bitte ein Screenshot davon, dass ich sehe. Ich sehe eben, es gibt da erstens einmal die Domänen. Ein Screenshot davon bitte. Und ich sehe auch, dass die Feature Classes eingebunden sind. Da auch ein Feature Class da, ein Screenshot davon. Okay. Das wäre die Übung für die, also die Geodatenbank-Übung. Besten Dank.